Die Röhre AX50 gehört zu der Gruppe der 2W-Gleichrichterröhren mit Gasfüllung. Als Gas wird meist ein Edelgas wie Xenon oder Neon genutzt oder wie bei dieser Röhre Quecksilberdampf. Quecksilber hat den Vorteil, dass es zwei Elektronen pro Atom abgeben kann, was zu einer höheren Anodenstrom führt, während Edelgase meist nur ein Elektron abgeben können. Diese Gleichrichterröhren wurden meist für Geräte mit höherem Strombedarf, wie zum Beispiel Leistungsverstärker für Kinos oder größere Räume eingesetzt. Wichtig ist bei Röhren mit Quecksilberdampffüllung, die Anodenspannung darf erst dann angelegt werden, wenn das Quecksilber in der Röhre komplett verdampft ist. Die Heizspannung beträgt in diesem Fall 4 Volt bei 3,75 Ampere. Laut Datenblatt soll die Aufwärtszeit mindestens 30 Sekunden betragen. Ich schalte jetzt ein und lege die Anoden, die Heizspannung an. Man sieht, dass in der Röhre jetzt ein gräulicher Dampf entsteht. Dies ist das verdampfende Quecksilber. Man sieht einen leichten Beschlag auch auf dem Glas. Die Röhre wird geprüft mit 300 Volt Anodenstrom, Spannung, Entschuldigung, bei ungefähr 65 bis 70 Milliampere Anodenstrom pro System. Ich prüfe jetzt auf einen Kurzschluss in der Röhre und lege die Anodenspannung an. Das erste System wird mit ungefähr 55 mA getestet. Das zweite System ebenfalls. Das Flimmern in der Röhre kommt von der Netzfrequenz, da die Röhre selbst nur dann gezündet ist, wenn ein Strom fließt. Auch gut zu sehen ist der aufgeheizte Heizfaden.